Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Dramatische Ereignisse haben sich in meinem Wahlkreis, aber insgesamt dann natürlich besonders im ganzen Bundesgebiet mit abgespielt, nämlich dass wir heimgesucht worden sind von schrecklichen Unwettern in kürzester Zeit. Einmal in Baden-Württemberg, dann in Bayern, dann in Rheinland-Pfalz, gestern in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Und es zeigt letztendlich, dass es eine gemeinsame Gewitterfront ist, die sich über viele Bundesländer hinwegzieht und dementsprechend dann auch daraus Schlüsse gezogen werden müssen. Ich darf aber zusätzlich durchaus auch einen Schwerpunkt legen als Wahlkreisabgeordneter des stark betroffenen oder am stärksten betroffenen Heimatlandkreises Rottal-Inn. Wir haben ja innerhalb kürzester Zeit 200 Liter Wasser auf den Quadratmeter bekommen, und das hat seine Spuren hier gewaltig hinterlassen. Wir trauern neben der Gesamttotenzahl von 11 Toten, die Frau Bundesministerin hat es bereits ausgeführt, besonders um 7 Tote in unserer niederbayerischen Heimat. Das Mitgefühl gilt natürlich den Angehörigen und allen Verwandten und Bekannten, und darüber hinaus dann natürlich aber vor allen Dingen, dass sie auch sehr dramatisch zum Teil auch ums Leben gekommen sind. Aber wir danken gleichzeitig für den großartigen Einsatz, den die Rettungskräfte geleistet haben. 390 Personen wurden aus akuter Not hier gerettet, 150 Personen aus lebensbedrohlichen Situationen mit befreit. Das zeigt auch, aber ich bin überzeugt, dass der Kollege Stefan Mayer hier besonders also auch auf die Leistungsfähigkeit unserer Rettungsdienste hier auch mit eingeht. Der Dank gilt deshalb von meiner Seite aus den Rettungskräften, allen Einsätzen. Es wurden 1.500 bis 2.000 in Ersteinsatz, und das zeigt sehr deutlich, also, dass hier wir gut aufgestellt sind. Ein herzliches Dankeschön an diese Einsatzkräfte und an die Helfer vor Ort. Was haben wir an Schäden zu verzeichnen? 430 Quadratkilometer verwüstetes Land, 5.000 betroffene Haushalte, 20% davon vollkommen in ihrer Existenz gefährdet, 500 Häuser, die abbruchreif sind. Die Betroffenheit an den Häusern kann man bis heute noch nicht quantifizieren. Erhebliche Schäden in der Landwirtschaft und in den Gewerbebetrieben. Und deshalb, werte Damen und Herren, das ist auch wichtig, sehr schnell Hilfe zu leisten. Und ich finde es bedauerlich, dass die Frau Bundesministerin überhaupt nichts zu Hilfeleistungen mitgegeben hat. Ich danke ganz besonders, dass die bayerische Staatsregierung hier mit dem gestrigen Beschluss hervorragend gehandelt hat, nämlich den betroffenen Menschen Mut und Zuversicht zu geben, dass sie nicht auf ihren Schäden sitzen bleiben, dass sie vor allen Dingen dieselbe Unterstützung bekommen, wie damals die Überflutungsschäden in Deckendorf und Umgebung auch reguliert worden sind. Und hier handelt die bayerische Staatsregierung vorbildlich. Und daran können sich auch andere Landesregierungen unter Umständen auch ein Beispiel nehmen. Ein herzliches Dankeschön an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und seinem Kabinett. Ich danke aber auch, werte Kolleginnen und Kollegen, für den Einsatz unseres Bundesverkehrsministers, der am Freitag mit mir vor Ort die umfangreichen Infrastrukturschäden an der Bundesstraße 20, an der Bundesstraße 12 und an vielen anderen Brückenteilen hier auch mit besichtigt hat und dafür sich einsetzt, dass sehr schnell und zügig diese Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden und wiederhergestellt werden. Und mein Dank gilt auch dem parlamentarischen Staatssekretär Brunold, der ebenfalls am Freitag vor Ort war. Und ich überzeugt bin, dass er gerade als Staatssekretär darauf achten wird, dass als dass Städtebauförderung Mittel so weit wie möglich hier auch über Bundeshaushalt auch mit zum Einsatz gebracht werden und dementsprechend hier auch dann Mut und Zuversicht für die Menschen geschaffen werden. Und für die Aufräumung jetzt der Unratschaden, die wir haben, werte Kolleginnen und Kollegen, auch ein herzliches Dankeschön an die Bundeswehr, die seit Montag im Einsatz ist und hier auch diesen Unterstützung auch mitgibt. Werte Damen und Herren, natürlich wird jetzt
Bilanz gezogen, wie hätten wir das verhindern können. Und sicherlich ist die präventive Wirkung, Hochwasserschutz und Sonstiges von elementarer Bedeutung. Die Frau Bundesministerin hat darauf hingewiesen. Aber ich finde es bedauerlich, wenn jetzt sofort wieder über die Landwirtschaft hergezogen wird. Das frage ich mich schon. Denn ich frage mich, wie konnten dann die vielen Golfplätze auch alle abgeschwemmt werden, die im Landkreis Passau zu verzeichnen ist, die ja wohlweislich nicht mit Maisanbau sozusagen bestückt sind, sondern mit Rasen also auch bestückt sind. Das viele Gräben abgerissen worden sind, wo kein Maisanbau stattfindet, sondern wo Wiesen sind, dass Wiesen abgeschwemmt worden sind. Das muss man meines Erachtens hier auch verdeutlichen und nicht sofort die Landwirtschaft hier wieder in die Ecke zu stellen, als wären Sie die Verursacher dieser Situation. Und ein letztes noch, es geht auch um die Finanzierung der Schäden. Bayern handelt vorbildlich, aber ich sage schon, wenn wir über mehrere Bundesländer hinweg solche Schadensereignisse haben, ist meines Erachtens der Bund auch mit in die Pflicht zu nehmen, um hier auch entsprechende Hilfestellungen auch mitzugeben. Und zusätzlich ist es sicherlich auch notwendig, noch darüber nachzudenken. Und mir macht es schon nachdenklich, wenn ich feststellen kann, in Baden-Württemberg ist die Elementarversicherung bei 80% der Gebäude verbreitet. Und in Bayern nur bei 24%. Was aber daraus resultiert, dass es in Baden-Württemberg früher eine Pflichtversicherung gab und viele drin geblieben sind in diesem Versicherungsverhältnis und in Bayern das eben nicht so gab in der Vergangenheit. Deshalb gilt es auch in diesem Fall dementsprechend auch präventiv mit entgegenzuwirken, damit die Elementarschadenversicherung eine stärkere Verbreitung findet und damit also hier weiterhin beste Regulierung für die Menschen zusätzlich erfolgen kann. Herzlichen Dank für die Geduld, Herr Präsident. Ja, wir hatten keine Geduld, aber wir sind nicht dazwischen gekommen. Also den nächsten Rednern gebe ich jeweils eine Minute drauf, weil das sonst unfair wäre. Also, Kollege Ebner von Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt und kriegt 6 Minuten.